Was ist denn eigentlich ein Supraleiter? Was kann das alles? Und was kann man damit so machen? Und all diese Fragen wird uns Daniel in der kommenden Stunde beantworten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Vortrag. Danke für die Einladung. Alle Fragen ist wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, aber genau, aber wer hat denn schon mal von einem Supraleiter gehört? Okay. Und wer weiß, was es ist? Okay. Dann mal schauen, ob ich eure Fragen beantworten kann oder nicht. So, vielleicht erstmal dazu, wie kam es überhaupt dazu, dass wir wissen, dass es Supraleiter gibt? Und zwar gab es da so Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Labor eine Messung zu Widerstand von Quecksilber bei kleinen Temperaturen. Also kleine Temperaturen, es ist so ein schöner, alter, uralter, handgezeichneter Graph. Aber so ein bisschen kann man hier lesen, hier steht sowas von 4,2, 4,1, 4,3. Und so wie alle Zahlen von Temperaturen sind jetzt immer in Kelvin, also 0 Kelvin sind minus 273 Grad Celsius, das heißt sehr kalt. Und alles, was so bei bei 4 Kelvin ist, heißt, da brauche ich dann zum Beispiel flüssiges Helium zum Kühlen. Also ist nicht ganz einfach. Und was da eben aufgefallen ist, ihr seht, oben ist so eine Linie, die steigt im Prinzip der Widerstand mit steigender Temperatur. Und plötzlich macht es einen Sprung auf Null. Sprich, plötzlich hat die Probe irgendwie Null Widerstand. Und es ist erstmal komisch. Aber warum das so passiert und warum das spannend ist und was man damit tun kann, kommen wir dann später dazu. Deswegen jetzt erstmal zu Grundlagen. So, von was reden wir überhaupt? Was heißen die Größen, die vorkommen werden überhaupt? Und vielleicht ein bisschen komisch, aber ich fange mal an mit wieder. Das sollte nicht der Fall sein. Ich starte mal kurz neu. Das sieht besser aus. Genau, also wenn man von einem Widerstand redet, was man meistens im Kopf hat, ist, nehme irgendwas, schließe irgendwie eine Spannung an, zum Beispiel eine Batterie oder was auch immer die Spannung herkommt. Und dann sagt mir im Prinzip der Widerstand, wie viel Strom fließt da bei einer bestimmten Spannung durch. Das ist aber, wenn jetzt der Widerstand null wird, also R null wird, ein bisschen unpraktisch, weil dann würde da irgendwie unendlich viel Strom durchfließen, das macht keinen Sinn. Deswegen ist eine viel sinnvollere Frage, sich in dem Zusammenhang zu stellen, das Umgekehrte. Wenn ich einen bestimmten Strom durchschicke, wie viel Spannung fällt ab? Und dann heißt einfach Null Widerstand, dass wenn ich einen Strom durch meinen Supraleiter mit dem Null Widerstand schicke, dass da einfach keine Spannung abfällt. Und da elektrische Verlustleistung auch gerade einfach Strom mal Spannung ist und so weiter, heißt es auch, dass da keine Verlustwärme irgendwie abgegeben wird. Und das ist auch eine wichtige Information oder wichtige Eigenschaft, die man dann benutzen kann. Aber, schon mal vorweggegriffen, ich kann das nicht beliebig ausnutzen. Also ich kann nicht beliebig viel Strom durchschicken. Irgendwann wird es nicht mehr supraleitend oder auch irgendwann geht die Probe dann trotzdem einfach kaputt. Weil irgendwann ist immer ein Ende. In der wirklichen Welt kann man nie unendlich viel von irgendwas irgendwo durchschicken. Und um jetzt erstmal ein bisschen von diesen Stromdingen wegzukommen oder den Spannungs- und sonst was Dingen wegzukommen, so ein paar Dinge, die auch noch auftreten werden, weil ich weiß nicht, ob das quasi eher so im Kopf ist. Supraleiter haben auch wichtige magnetische Eigenschaften, die jetzt ein Supraleiter von einfach irgendeinem Stück Material mit Null Widerstand, wozu man perfekter Leiter sagen würde, abgrenzt. Und dazu erstmal ein paar so Definitionen. Also erstmal, was auftauchen wird, ist eine Magnetisierung. Was ist es, eine Magnetisierung? Das ist im Prinzip, wenn ich mir magnetische Felder mit Materialien anschaue, habe ich sowohl einen Beitrag von dem Feld, das ich extern anlege, was jetzt hier H genannt ist und immer als Magnetfeld bezeichnet wird, und einen Beitrag von dem eigenen Magnetfeld von dem Objekt. Das ist jetzt hier M genannt. Also ein Beispiel, den bestimmt alle kennen, ist, wenn ich ein Stück Eisen nehme. Dann kann ich das magnetisieren oder zum Beispiel ein Magnet reinmachen und dann macht das ein Magnetfeld in die gleiche Richtung und dadurch wird mein Magnetfeld stärker. Deswegen nehme ich zum Beispiel Eisenkerne für Spulen, um ein stärkeres Magnetfeld zu bekommen. Und eine andere Variante, das zu beschreiben, das natürlich nicht immer geht, nur wenn es linear ist, ist einfach die Magnetisierung zu definieren als irgendwas mal das externe Feld. Im Allgemeinen muss das auch nicht quasi alles in die gleiche Richtung zeigen, dann ist das quasi eine Matrix und so weiter, aber das ist für alles für jetzt erstmal egal. Und
was das einfach nichts anderes heißt, diese Suszeptibilität, ich weiß, es ist ein komisches Wort, aber ich habe es mir nicht ausgesucht. Wenn die größer 0 ist, heißt das quasi, dass das eigene Magnetfeld von diesem Objekt in die gleiche Richtung zeigt wie das angelegte Feld, sprich ich mache es stärker, wie zum Beispiel bei Eisen oder bei anderen paramagnetischen oder bei anderen ferromagnetischen oder auch bei paramagnetischen Sachen. Ich kann aber auch den Fall haben, dass es in die andere Richtung zeigt, was zum Beispiel bei Wasser der Fall ist. Und wie wir nachher sehen werden, bei Supraleitern, dann wird dadurch das Feld schwächer. Und ich kann auch noch alle möglichen anderen komischen Dinge haben, zum Beispiel, dass da eine Spirale passiert und sonst was. Aber das ist was für einen anderen Tag. Und was auch noch nachher auftreten wird, ist, was das klingt erstmal komplizierter als es ist, ist ein magnetischer Fluss. Es steht da irgendwie so ein Integral über eine Fläche. Im Prinzip ist das nichts anderes, wenn ich jetzt ein Magnetfeld habe und über eine Fläche drüber gucke. Also ich nehme jetzt zum Beispiel diese Fläche, gehe hier hin, messe das Magnetfeld, gehe hier hin, messe das Magnetfeld und mache das ganz häufig und summiere dann darüber immer quasi den Teil, der jetzt, weil ich senkrecht auf dem Boden stehe, in meine Richtung gehe. Und das ist aus bestimmten Gründen auch eine wichtige Größe für jetzt irgendwie Supraleiter und so weiter. Da werden wir nachher dazu kommen. Und eben wenn ich jetzt ein konstantes B habe, dann ist es einfach die Summe von quasi dem Feld und Fläche, weil ich quasi überall den gleichen Beitrag bekomme. So. Wer ist verwirrt? Wer ist noch nicht verwirrt? Okay. Vielleicht macht es später Sinn, wenn nicht, wir sollten hoffentlich genug Zeit für Fragen haben. Kann ich verstehen, bin ich auch, aber... Genau, dann kommen wir jetzt mal dazu, was sind eigentlich Supraleiter? Und das ist jetzt nochmal ein bisschen schematischere und bessere sichtbare Graph von dem, was wir vorhin gesehen haben. Es hat unterhalb einer bestimmten kritischen Temperatur oder Sprungtemperatur auch, weil es hier so einen Sprung macht, und kritische Temperatur, weil es ein Phasenübergang ist, plötzlich einen Widerstand von 0. Und es ist eben auch ein idealer Diamagnet. Diese Suszeptibilität Hi gleich minus 1 heißt eben, dass Magnet oder die Magnetisierung in diesem Supraleiter hebt komplett das externe Feld auf und komplett und exakt. Und diese gestrichelte Linie von diesem Widerstand, das wäre zum Beispiel so eine Kurve, die ich jetzt bei Kupfer sehen würde, was kein Supraleiter ist. Also im Allgemeinen, gerade bei Metallen, sehe ich quasi einen Widerstand, der mit der Temperatur sich ändert natürlich, aber halt, wenn sie kein Supraleiter sind, habe ich immer noch einen übrig bleibenden Widerstand auch bei 0 Kelvin. Aber erstmal so einen normalen Zustand ist Kupfer nicht supraleiten, weil die Phononkopplung zu schwach ist und so. Ja gut, Supraleiter sind immer kalt. Ja. Ja, es ist alles ziemlich kalt. Wobei es ziemlich kalt ist Definitionssache. Genau, und jetzt haben wir jetzt hier irgendwas, was über Temperatur und Widerstand aufträgt. Jetzt haben wir vorhin auch vom Magnetfeld geredet. Jetzt nicht erschrecken, es kommt gleich eine Grafik. Und zwar, was das hier mir sagt. Ich habe vorhin schon gesagt, ich kann nicht beliebig viel Strom durchschicken. Dann geht der Supraleiter irgendwann kaputt. Das gleiche gibt es auch fürs Feld. Also wenn ich mir jetzt meinen Supraleiter nehme, bei unter einer Temperatur gehe, das mal ohne Feld mache, also zum Beispiel wie gerade die Messung ist an Quecksilber und sonst was, dann fange ich hier an, dann sagt mir das Phasendiagramm, okay, ich bin normalleitend. Da mache ich die Temperatur niedriger, oh, ich werde supraleitend. Aber ich sehe jetzt hier dran, wenn ich das Ganze bei Feld mache, gibt es auch quasi, wenn ich das Feld irgendwann zu groß mache, geht meine Supraleitung irgendwann wieder kaputt. Und eben auch was relativ interessant ist, auch für gerade wenn ich Magneten bauen will und so weiter, ist, umso tiefer ich mit der Temperatur normalerweise gehe, umso ein größeres Feld kann ich auch einen Supraleiter anlegen, ohne dass er in Anführungszeichen kaputt geht. Das heißt nicht, dass die Probe unnötigerweise physisch kaputt geht, aber ich bin nicht mehr im supraleitenden Zustand. Und Meissner-Phase heißt das einfach, weil dieser Effekt, dass das Magnetfeld komplett verdrängt wird, heißt Meissner-Effekt. Und so sieht es jetzt zum Beispiel bei Quecksilber aus. Es gibt aber noch ein paar andere Materialien, die sind ein bisschen komplizierter und da sieht es dann so aus. Da gibt es dann noch so eine sogenannte Schubnikow-Phase. Ihr seht, Physiker benennen alles nach Namen. Das ist nicht ganz so eindeutig wie in der Elektrotechnik oder sonst was, bei denen Sachen nach den Dingen heißen, was sie sind, sondern meistens nach den Leuten, die sie entdeckt sind. Und da muss man halt wissen, was das bedeutet. Und ihr seht, es gibt zwei kritische Felder.
Das heißt, wenn ich jetzt mache meine Probe kalt, bin irgendwo hier und erhöhe mein Magnetfeld. Wenn ich jetzt das zum Beispiel bei Quecksilber mache, wie gesagt, ist ab einem bestimmten Magnetfeld, ist es kein Supraleiter mehr. Was ich jetzt hier bekomme, ist noch so eine Phase dazwischen drin. Es passiert nicht sofort, dass das kein Supraleiter mehr ist, sondern es fängt erst noch so eine andere Phase an, bei der es im Prinzip schon noch ein Supraleiter ist. Das Magnetfeld aber so in einzelnen Flussschläuchen, nennt sich das, dann eindringt. Und das hier, also auf der rechten Seite, seht ihr so ein Bild, das mit, es ist kein Fotobild, also es ist kein optisches Bild, sondern was hier gemacht wurde, ist, ich kann quasi so, wie ich optisch eine Aufnahme mache, auch mit einer Probe drüber fahren und an jeder Stelle magnetische Dinge messen. Und jeder von diesen schwarzen Punkten ist eben so ein Flussschlauch. Das heißt, da habe ich so eine Stelle oder ein fehlen mir deutsche Wörter, eine Linie ist das Wort, das ich gesucht habe, eine Linie, bei dem das Feld eben nicht komplett verdrängt ist, sondern das Feld in den Supraleiter eindringt. Und was eben interessant ist, warum das so ist, machen wir es heute nicht, das geht, glaube ich, ein bisschen zu weit, aber interessanterweise hat jeder von diesen Flussschläuchen, deswegen habe ich vorhin erzählt, was ein Fluss ist, die gleiche Menge an magnetischem Fluss. Das heißt, irgendwie je nach Material und Bedingungen kann sich die Größe von diesen Schläuchen ändern, aber es ist immer die gleiche Menge Fluss, die da durchgeht. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum passiert es, wann passiert es, weil eigentlich, habe ich ja vorhin gesagt, das Magnetfeld wird komplett verdrängt. Wie kann das sein, dass da trotzdem Magnetfeld drin ist? Und das wollen wir jetzt erstmal quasi rausfinden. Und zwar, dass es, wenn man sich das genauer anschaut, was ich vorhin erzählt habe, dass das Magnetfeld komplett verdrängt wird, stimmt nur, wenn ich weit weg von irgendeinem Rand bin und so weiter. Es ist wie viele Dinge in der Natur, es passiert nicht alles abrupt, spontan, sondern es gibt auf einer sehr, sehr kleinen Längenskala, aber es fällt irgendwie ab. Das heißt, wenn ich außerhalb von meinem Supraleiter bin, dann habe ich irgendein Feld angelegt und wenn ich dann drin bin, hört das nicht sofort auf. Also wenn ihr euch erinnert, dieses B ist die Summe aus dem externen, also aus H und M. Und M war die Magnetisierung und die ist beim Supraleiter eben genau entgegengesetzt. Aber wenn ich mir das jetzt ortsaufgelöst nah am Rand anschaue, also dann fällt es so exponentiell irgendwie ab. Und das ist natürlich eine sehr, sehr kleine Längenskala. Also diese Lambdas liegen je nach Material Größenordnung von einigen 10 oder 100 Nanometern. Aber es ist halt eben existent. Und deswegen kann das halt passieren. Was ihr jetzt hier seht, ist quasi so ein Schnitt durch so einen Flussschlauch. Das, was ihr jetzt hier in dieser blau unterliegenden Kurve seht, ist quasi das Magnetfeld da drin. Also es ist eben auch nicht, dass ich diesen Zylinder habe, da ist das Magnetfeld drin und dann stoppt es plötzlich, sondern es fällt auch quasi so langsam ab. Aber was ich nicht habe in diesem Flussschlauch, ist so eine supraleitende Zustands. Also ich weiß nicht, wie formuliere ich das jetzt am besten. Also quasi halt die Dichte von den Teilchen, die an der Supraleitung teilnehmen. Und auch das fällt quasi in erster Näherung irgendwie exponentiell ab mit einer anderen Längenskala. Die nennt sich jetzt halt Korrelationslänge oder wie auch immer. Das macht später ein bisschen mehr Sinn. Und was das jetzt bedeutet, dadurch, dass dieses Magnetfeld eindringt, bekomme ich quasi Energie, weil ich keine Energie aufwenden muss, um dieses Magnetfeld rauszuverdrängen. Aber ich brauche auch Energie, um das nicht mehr supraleitend zu machen, weil der Grund, warum das supraleitend ist, ist, weil der supraleitende Zustand energetisch günstiger ist als der nicht supraleitende Zustand. Und das heißt, je nachdem, wie diese Längenskala gestaltet ist für die unterschiedlichen Materialien, kann das sein, dass je nach Feld das entweder günstig ist, so einen Schlauch zu machen und lokal keine Supraleitung zu machen, aber dafür Feld reinzunehmen. Oder zu sagen, eigentlich lohnt sich das nicht und dann lasse ich halt einfach gar kein Feld rein. Und irgendwann geht das halt kaputt. Genau, wahrscheinlich noch mehr Verwirrung. Aber wir können später nochmal dazu kommen. Es wird auch nachher ein bisschen angewandter mit den Anwendungen, die aber nur Sinn machen, wenn man weiß, was passiert. Genau, jetzt so ein bisschen, damit, weil es ja noch nicht theoretisch genug war, zur Theorie.
Und angefangen hat das alles mit diesen drei Herren, Bardeen, Cooper und Schrieffer, die 1957 eine Theorie entwickelt haben. Also ihr seht auch, da war auch eine gewisse Zeit dazwischen. Also die Entdeckung war 1911 und das ist 1957. Das sind 40 Jahre. Also von heute aus gesehen sind beides lange her, aber 40 Jahre ist natürlich trotzdem eine lange Zeit. Und die haben auch dafür dann später den Nobelpreis bekommen. Und was diese Theorie besagt, also es gibt ein paar Sachen, die vorhanden sein müssen. Also ich brauche irgendwie ein metallisches Material und ich brauche irgendeine Form von Anziehungskraft zwischen den Elektronen, die sich ja erstmal eigentlich abstoßen. Also die sind ja gleich geladen und gleich geladene Sachen stoßen sich ab. Und in den meisten Sachen, in denen ich BCS anwenden kann, diese Bardeen, Cooper, Schrieffer, ihr seht wieder alles nach Namen benannt und nicht nach Dingen, die es sind, wird dieses eben durch so Gitterschwingungen. Also ihr könnt euch das vorstellen, die Atome sind irgendwie positiv geladen und die Elektronen sind negativ geladen und dann schwingt das alles irgendwie und dadurch kann es effektiv im Prinzip dazu kommen, dass die Elektronen so eine leichte Anziehungskraft spüren. Das ist nicht allgemein der Fall so, sonst wäre quasi alle metallischen Sachen Supraleitung, aber häufig zum Beispiel. Und dann lässt sich eben zeigen, dass diese Elektronen, also ignoriert, dass das eigentlich keinen Sinn macht und dass Elektronen keine Bälle sind, habe ich jetzt quasi zwei Elektronen so Paare. Und die Größenordnung, also es ist nicht genau irgendwie die Korrelationslänge, die immer entfernt sind, die zusammengehören, aber diese Cooper-Paar-Größe nennt sich Cooper-Paare, weil es eben von Cooper beschrieben wurde, die geht im Prinzip mit dieser charakteristischen Längenskala. Das heißt, wenn ihr ein Material habt, bei dem die größer ist, ist die auch größer. Und dadurch funktioniert das, dass diese eben diesen supraleitenden Zustand bilden. Und das Interessante daran ist, man kann da auch noch andere Vorhersagen daraus ziehen. Also zum Beispiel kann ich sagen, wie die Temperatur, wie die Wärmekapazität von der Temperatur abhängt. Oder ich kann über andere physikalische Größen, die ich messen kann, eine Aussage treffen. Und das heißt, ich kann auch das gut überprüfen und sehen, passt das bei allen Materialien? Schon mal voraus, nein. Aber bei vielen, vor allem eben metallischen Materialien. Und so aus dieser Zeit kommen auch so ein paar Regeln, die man so kannte, so als wenn ich jetzt nach einem superleitenden Material suche, was ist denn ein guter Kandidat, was ist ein schlechter Kandidat? Und eine Sache war eben, ich brauche irgendwas Metallisches, Sauerstoff ist meistens schlecht, magnetische Sachen sind schlecht. Das funktioniert alles gerade bei manchen Materialien nicht, gerade auch bei manchen sehr guten Supraleitern. Aber so im Allgemeinen ist es schon eine sehr nützliche Theorie, gerade halt eben für diese metallischen Materialien. Und die Vorhersage, die eben getroffen wird, zum Beispiel diese Wärmekapazität, ist, dass wenn ich unter die kritische Temperatur bekomme, dass ich wieder so einen exponentiellen Abfall habe. Und das sehe ich auch im Experiment. Also ihr seht es hier, diese gestrichelte grüne Linie wäre die Vorhersage, die ich auf BCS rausbekomme. Und dann die Wärmekapazität, also die Energie, die ich irgendwo reinstecken muss, um es zu erhöhen. Also das ist genauso auch, wie wenn ich irgendwie Wasser erwärmen will, muss ich da eine bestimmte Menge Energie reinstecken, um das 1 Grad wärmer zu machen. Und die Wärmekapazität sagt mir einfach, wie viel Energie ich für ein bestimmtes Volumen von diesem Objekt reinstecken muss, um es wärmer zu machen. Und ihr seht, das passt nicht überall, aber es passt gerade bei sehr kleinen Temperaturen schon sehr gut. Und in dem Fall ist es jetzt Niob 13. Es ist kein so handelsübliches Material aus dem Alltag, das wie zum Beispiel Aluminium, das man kennt, aber es ist ein sehr häufig verwendeter Supraleiter aus Gründen, auf die ich später kommen werde. Und was ich auch noch quasi rausziehen kann, Isotopeneffekt klingt es erstmal angsteinflößend, das heißt aber nichts anderes, als dass dadurch, dass diese Anziehungskraft von diesen Gitterschwingungen übertragen wird, macht es Sinn, dass es quasi davon abhängt, wie schwer die Dinge sind, die da schwingen. Und was eben rauskommt, ist, dass diese Schwingung irgendwie abfallend mit steigender Masse der Atome, die schwingen, passieren. Und was ich dann eben machen kann, ist, deswegen nennt sich das auch Isotopeneffekt, damit ich es besser untersuchen kann, vergleiche ich nicht verschiedene Materialien, die sich auch in allen möglichen anderen Dingen unterscheiden, sondern ich nehme mir ein Element, in dem Fall zum Beispiel Quecksilber, und mache das Experiment bei verschiedenen Isotopen. Isotope heißt, ich habe in meinem Atomkern drin
irgendwie unterschiedlich viele Neutronen. Sprich, das ist alles erstmal trotzdem gleiche Menge an Elektronen, gleiche Kristallstruktur in den Fällen. Und dann sehe ich eben auch im Experiment, diese kritische Temperatur nimmt ab, wenn ich die Atome schwerer mache. Und ihr seht auch Quecksilber, das, was wir vorhin hatten, also das eigentliche Quecksilber ist hier. Und die kritische Temperatur, die jetzt hier ist, hängt, ist ein bisschen unterschiedlich als die 4,2, die wir vorhin gesehen haben. Aber also erstens gibt es immer Messfehler, aber ansonsten hängt das auch von ganz vielen anderen Dingen ab. Wie rein ist meine Probe? Wie groß ist die Probe? Habe ich ein Magnetfeld angelegt? Und ganz, ganz viele andere Dinge. Genau, dann kommen wir jetzt mal noch zu ein paar Beispielen, was es denn gibt. So ein paar, also zwei Sachen habt ihr schon mal gehört wahrscheinlich, zwar Blei und Aluminium. Und ihr seht, die sind auch supraleitend, aber zum Beispiel Aluminium nur bei einer sehr, sehr kleinen Temperatur. Also das sind nicht mehr diese 4 Kelvin von vorhin, sondern deutlich weniger. Aber, warum es auch interessant ist, ihr seht, dieses kritische Feld ist deutlich höher. Und das heißt, es ist stabiler gegenüber externen angelegten Feldern. Und das ist zum Beispiel auch wichtig, wenn ich Magneten bauen will. Weil es bringt mir nichts, wenn ich einen Magnet baue und der gar nicht das Feld machen kann, das ich haben will, weil dann der Supraleiter kein Supraleiter mehr ist. Aber eben Blei und Aluminium sind beides so metallische Supraleiter, die sich auch noch ganz gut mit dieser BCS-Theorie erklären lassen können. Aber ihr seht, da gibt es schon ganz viele andere Dinge. Also ihr seht schon mal auch diese Typ-1-2-Spalte. Das ist, wenn ihr euch an vorhin erinnert, Typ 2 heißt, es gibt diese Phase, bei der ich Flussschläuche haben kann. Und das heißt aber erstmal nichts damit zu tun, ob ich das mit BCS erklären kann oder nicht. Das ist quasi eine separate Sache. Und ihr seht auch dieses Lambda und dieses Xi. Das Lambda ist eben diese Eindringtiefe, diese magnetische. Und das Xi ist diese Supraleiter-Längenskala. Und ihr seht, wie ich schon vorhin erzählt, die sind beide so in Größenordnung von, außer Ausnahmen, in 2- bis 3-stelligen Nanometerbereichen. Das heißt relativ klein, aber trotzdem noch signifikant größer, als es irgendwie der Atomabstand in den Materialien ist. Und hier seht ihr eben auch das, was wir vorhin hatten, dass in den Materialien, die Typ-2-Supraleiter sind, diese magnetische Eindringtiefe deutlich größer ist als die Supraleiterlänge und bei den anderen umgekehrt. Und genau deswegen kann ich halt eben diese Schläuche haben und deswegen sind die auch günstig. Und die Menge an Materialien, hier ist es nicht zufällig ausgewählt, also Blei und Aluminium vor allem, weil das sind Materialien, die man schon mal gehört hat. Aber gerade die anderen vier Materialien, also gerade Niob-Titan und Niob-3-Zinn, werden auch gerne für Sachen eingesetzt. Kommen wir auch noch dazu. Aber zum Beispiel Magnesium-Biborid ist ein relativ neuer Supraleiter. Also heißt neu. Also wir haben jetzt keine neuen Elemente erfunden oder sonst was. Aber das Supraleiten wurde erst Anfang der 2000er entdeckt. Und das Interessante daran ist, es hat eine relativ große kritische Temperatur, also diese 40 Kelvin ungefähr. Wenn ihr die vergleicht mit den 4, ist es schon mal signifikant höher. Und aber das Interessante ist, es ist jetzt trotzdem noch mit BCS erklärbar. Also es ist so momentan zumindest der mit BCS erklärbare Supraleiter, der die höchste kritische Temperatur hat. Und dann gibt es noch so andere komische Dinge, zu denen wir gleich kommen. Das YBCO, Yttrium-Barium-Kupferoxid. Die Sachen sind vor allem, das nennt sich Kuprate, vor allem interessant, weil ihr seht, es hat sehr, sehr hohe kritische Felder. Das heißt nicht unbedingt, dass ich auch bis zu dieser Feldstärke Magneten bauen kann, weil es können auch andere Dinge kaputt gehen. Aber es ist trotzdem schon mal relativ interessant. Und was ansonsten auch noch auffällt, ihr seht diese 92 Kelvin. Die ist deutlich höher als die von den anderen. Und vor allem ist es interessant, weil, wie vorhin erzählt, wenn ich es auf 4 Kelvin runter will, mache ich das eigentlich immer mit flüssigem Helium. Aber wenn ich mit 70 Kelvin auskomme, kann ich einfach flüssigen Stickstoff nehmen, der erstens billiger ist und einfacher zu handhaben. Und generell ist es natürlich auch energieeffizienter, wenn ich weniger weit runterkühlen muss, weil da muss ich weniger Differenz zwischen Supraleiter und Umgebung aufrechterhalten. Genau, und ein Beispiel von denen ist eben Niob-Titan. Auf der rechten Seite seht ihr einen Querschnitt von so einem Niob-Titan-Kabel. Dieses kupferfarbene Sach ist Kupfer. Und da drin sind eben so Stränge von dem Supraleiter. Und
ein Grund, warum man das so macht, ist, weil es so relativ gut herstellbar ist. Aber dieses Kupfer ausmacht, hat auch andere Vorteile. Zum Beispiel ist es gut wärmeleitend. Und ansonsten habe ich auch quasi, wenn der Supraleiter kaputt gehen würde, hilft das Kupfer außenrum auch, dass es ein bisschen Strom abführen kann. Und der Vorteil von Neoptitan ist, dass es noch relativ viel Magnetfeld aushält. Also wenn wir die Tabelle anschauen, komme ich damit auf ungefähr 10 Tesla, was schon relativ viel ist. Also ich weiß nicht, wie viel Gefühl ihr habt für Magnetfelder, aber schon ein Tesla ist schon relativ viel. Und 10 Tesla ist auch mehr, als ihr es in so einem Magnetresonanzding habt, was auch schon relativ starke Felder hat und so weiter. Deswegen ist es zwar nicht ideal, in dem Sinne, dass ich super riesen Magnete draus bauen kann oder super, super viel Strom durchschicken kann, aber es ist halt für viele Sachen ausreichend und ist trotzdem noch relativ einfach zu verarbeiten und deswegen auch günstig. Was anderes ist, Übko oder Kuprate oder ähnliche Sachen. Gerade diese Hochtemperatur-Supraleiter sind meistens, also rechts seht ihr, das ist schon kein einzelnes Element mehr. So sind quasi die Atome angeordnet für, in dem Fall jetzt Übko. Das ist schon sehr komplex. Und vor allem, wenn ihr euch, wenn wir zurückgehen auf die Tabelle, ihr seht, in der Tabelle sind zwei Felder angegeben. Und 120 und 250 sind schon ein bisschen unterschiedliche Zahlen. Wo die beiden unterschiedlichen Zahlen herkommen, ist einfach, es ist sehr asymmetrisch. Also ich habe hier so Schichten. Das heißt, es ist eigentlich so ein Schichtsystem. Das heißt, es macht einen riesengroßen Unterschied, ob ich mein Magnetfeld oder meinen Strom und alles andere parallel zu dieser Ebene anlege oder senkrecht dazu. Und deswegen gibt es eben auch zwei verschiedene kritische Felder, zwei verschiedene Stromstärken. Und genau. Und ihr seht eben, habt eben von vorhin gesehen, diese 92 Kelvin ist relativ hoch, das heißt, da reicht flüssiger Stickstoff. Und die Felder sind auch relativ groß, aber es ist halt erstens relativ aufwendig in der Herstellung und gerade zum Magneten bauen oder alles, was irgendwie flexibel sein muss, das ist kein Metall mehr. Das ist im Endeffekt eine Keramik. Das heißt, es wird bröselig, das ist fest. Ich kann das nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel mir aus einem normalen Kupferdraht eine Spule wickel, nehme ich mir den Draht und wickel den. Das kann ich damit nicht machen, weil wenn ich es mache, dann bricht es. Also muss ich es quasi schon in dieser Form richtig herstellen oder mir bestimmte Herstellungsverfahren überlegen, mit dem ich das dann in diese Form bringe. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Kabel. Die kann ich jetzt auch nicht einfach dann biegsam irgendwo liegen lassen und so weiter. Kann ich sowieso nicht, weil ich noch Kühlung brauche und was weiß ich was. Und aber das Interessante ist auch eben, es ist gerade so, solche Supraleiter lassen sich nicht mit dieser BCS-Theorie erklären. Einfach aus dem Grund, dass ich weiß, für bestimmte Größen erwarte ich bestimmte Sachen und die sind da anders. Also es gibt, das ist auch noch ein ungeklärtes Problem. Es gibt schon einige Dinge, die man weiß, also man weiß nichts, nichts. Zum Beispiel weiß man, dass die Sauerstoffatome relativ wichtig sind für die Leitfähigkeit in Übko und anderen Kupraten. Aber genau eine theoretische Beschreibung für die Supraleitung, da drin hat man noch nicht. Genau, das war so ein kurzer Überblick zu Materialien. Dann kommen wir jetzt zu dem vielleicht spannenderen Teil für viele Leute, die was für Anwendungen es gibt. Wenn, genau. Zum Beispiel kann ich Kabel machen. Und momentan so das längste Kabel aus so Hochtemperatur, also HTS steht für Hochtemperatur-Supraleiter. Hochtemperatur bezeichnet man meistens alles, bei dem Flüssigstickstoff reicht. Und zurzeit das weltweit längste Kabel, das im Einsatz ist, also es ist nicht. Das ist quasi ein Pilotprojekt, aber es ist so ungefähr ein Kilometer in Essen. Und ihr seht, das Kabel sieht relativ kompliziert aus. Also was ihr seht, ist das, was da innen drin so ein bisschen wie Glas aussieht, symbolisiert einen flüssigen Stickstoff. Also ich habe innen Flüssigstickstoff laufen und außen, das ist ein bisschen schwierig zu erkennen, weil es durchsichtig ist, habe ich die andere Richtung. Also ich habe so einen Flüssigstickstoff-Kühlkreislauf. Und weil ich Wechselstrom übertragen will, habe ich drei Phasen. Das heißt, ihr seht drei so ähnliche, also ihr seht einmal die Spirale und eins, zwei noch zusätzliche Leiter für Phasen. Es gibt verschiedene Varianten, wie ich so drei Phasenkabel machen kann. In dem Fall sind es quasi drei Phasen, konzentrisch um außen umeinander angelegt. Aber genauso könnte ich auch drei separate Kabel machen. Das hätte den Vorteil, es ist besser voneinander geschützt, aber ich brauche deutlich mehr Kühlleistung, weil ich jedes einzelne kühlen muss. Was ich auch machen kann, ist in einem Gehäuse drei Kabel nebeneinander. Aber dann habe ich wieder ein Problem, weil ich Wechselstrom habe
und dann Felder bekomme und dann wieder Verlust habe. Also je nachdem, was ich tun will, passieren halt unterschiedliche Dinge. Und ihr seht, ich kann da irgendwie 2,3 Kiloampere durchschicken. Und bevor ihr jetzt verwirrt seid, weil hier so und so und so eine Spannung und so ein Strom ist, die Spannung fällt natürlich nicht an den Kabel ab. Weil, wie wir vorhin gesehen haben, es fällt keine Spannung ab. Das heißt, die Stromübertragung ist verlustfrei. Das heißt nicht, dass das ganze System verlustfrei ist, weil ich es dann noch kühlen muss. Aber je nach Strecke und Stromlänge, Strommenge, Strom hat keine Länge, kann sich es halt eben trotzdem lohnen. Und ein Nachteil ist natürlich auch, dass es momentan noch sehr teuer ist, weil eben das aus, ich habe leider keine offiziellen Informationen gefunden, aus was das Kabel wirklich hergestellt ist. Das ist bei so kommerziellen Sachen ein bisschen schwieriger als bei Forschungssachen. Aber irgendwo hatte ich mal in einem Forum erwähnt gesehen, dass es sowas Kuprat-ähnliches sein soll. Aber im Endeffekt sind die meisten Hochtemperatur-Supraleiter relativ schwierig herzustellen. Das heißt, eben dieses Kabel herzustellen alleine ist schon nicht ganz einfach. Eine andere Anwendung ist, wie schon erwähnt, Magneten. Und ein Objekt auf der Welt, bei dem man sehr viele, sehr starke Magneten braucht, ist der LHC. Weil da habe ich ganz, ganz viele, also in dem Fall über 1200 von so Dipolmagneten, die dafür da sind, die Protonen auf der Kreisbahn zu halten. Und in dem Fall ist es Nioptitan, was, wie vorhin erwähnt, ist quasi ausreichend für eben diese Feldstärken von diesen 8 Tesla, weil wenn ich es kalt genug mache, ihr seht, die kritische Temperatur ist eigentlich bei 9,6 Kelvin ungefähr, aber ich kühle es auf ungefähr 2 Kelvin runter. Und das mache ich, damit ich mehr Feld noch haben kann, ohne dass die Supraleitung kaputt geht. Und deswegen kann ich es halt irgendwie schaffen, diese 8 Tesla hinzukriegen, aber ich muss dafür auch eine ordentliche Menge Strom durch diese Spulen schicken. Also vielleicht kurz noch was zu dem Bild rechts. Es ist ein bisschen schwierig, irgendwie aussagekräftige Bilder zu finden, aber ihr seht, so zwei in diesem Kreis, zwei rote Röhren drin. Das sind quasi die Röhren, in denen sich die Protonen bewegen. Und alles außenrum ist dann Kabel und Kühlung und eben halt dieser Magnet. Und dort brauche ich halt sehr, sehr viele. Also es ist halt auch schon eine Weile alt. Gerade zum Beispiel bei den nächsten Updates ist auch überlegt, ob ich jetzt zum Beispiel Niob 13 Magneten nehme, bei denen ich ein bisschen mehr Magnetfeld hinkriegen würde. Am LHC heißt mehr Magnetfeld auch immer, ich kann mehr Energie machen und ich kann dadurch, also nicht nur mit mehr Energie kann ich interessante Physik sehen, aber mehr Energie ist eine Variante, mehr Physik zu sehen. Genau. Ein anderes, vielleicht mehr euch näheres Thema, MRI oder MRT-Scanner. Ich weiß nicht, also ich war persönlich noch nicht in einen drin, aber gesehen haben die meisten wahrscheinlich zumindest schon mal ein Bild davon. Und zumindest mir war auch lange nicht bewusst, dass da drin einfach flüssiger Heliumkreislauf ist. Weil ich brauche relativ viel Magnetfeld. Aktuelle Systeme haben meistens 1,5 Tesla, haben Neoptitan-Magneten und so einen geschlossenen Heliumkreislauf. Der ist geschlossen, aber gerade Helium ist auch relativ schwierig zu containen, deswegen geht er immer so ein bisschen verloren. Das heißt, da muss ab und zu mal Helium nachgefüllt werden. Aber das heißt, meistens, wenn ihr in so einem MRT-Scanner drin liegt, ist da irgendwo um euch außenrum ein Supraleiter und macht ein Magnetfeld und wird mit Helium gekühlt. Und der Vorteil ist eben, warum ich so viel Magnetfeld haben will, umso stärker ich das Magnetfeld mache, umso höher aufgelöste Bilder kann ich machen und andere Sachen kann ich anschauen. Und deswegen gibt es auch manches, also diese 1,5 Tesla sind nur größenordnungsmäßig. Es gibt natürlich wie bei allem immer mehr und weniger. Es gibt kleinere Geräte, gerade für Leute mit Klaustrophobie, die dann kleinere Magneten haben und dann irgendwie mit 0,7 Tesla auskommen. Es gibt auch fancy große Systeme mit 7 Tesla Magneten, aber die allermeisten sind eben bei 1,5 oder ab und zu wird es mal 3 Tesla. Und die 3 Tesla Systeme sind meistens dann aus irgendwelchen Hochtemperatursupraleitern, zum Beispiel sowas wie IPCO und so weiter. Und die eben dann halt auch den Vorteil haben, ich muss nicht Helium nachfüllen, sondern immerhin Stickstoff nachfüllen, was schon mal ein bisschen besser ist. Genau. Und ansonsten kann ich natürlich für alle möglichen anderen Sachen auch noch große Magneten brauchen. Also gerade auch Paradebeispiele sind Fusionsreaktoren, da brauche ich auch ganz große, starke Magneten. Da werden auch häufig dann supraleitende Magneten eingesetzt. Einfach aus dem Grund, wenn ich diese Magnetfelder mit Kupferspulen machen würde,
müsste ich da so viel Strom durchschicken und dann würden sie auch heiß werden und ich müsste es kühlen und es funktioniert einfach irgendwann nicht mehr. Und was es dann auch noch gibt, ist, bisher waren gerade Drähte und Magneten im Prinzip Anwendungsfälle, bei denen ich klassische Metallkabel oder was auch immer nehmen konnte und einfach einen Supraleiter nehmen kann, um das ein bisschen anders zu machen. Ich will jetzt nicht sagen besser, weil das hängt immer vom Anwendungsfall ab, aber im Prinzip, ich kann auch Magneten mit Kupfer bauen und brauche nicht alles runterkühlen auf mit Helium und so weiter. Ich kann auch Stromkabel bauen, aber halt anders. Es gibt es aber noch so ein paar Sachen, bei denen ich andere Eigenschaften vom Supraleiter nutze, die ich nicht jetzt mit normalen Metallen bei Zimmertemperatur machen kann. Und eine Variante ist zum Beispiel so ein Squid. Und was das ist, ist einfach ein sehr genauer Magnetfeldsensor. Und was ihr im Prinzip habt, ist Josephson Kontakt, mal wieder nach einer Person benannt, ist nichts anderes als zwei Supraleiter mit einem kleinen Spalt irgendwas anderes zwischendrin. Wie das genau funktioniert, ist im Prinzip egal. Aber vielleicht erinnert euch noch vorhin, bei diesen Flussschläuchen war genau immer ein Flussquant, also quasi immer quantisiert die gleiche Menge Fluss drin. Und das Gleiche kann ich mir ja auch zu Nutzen machen. Also der Supraleiter sorgt dafür, dass du da nur, jetzt in dem Fall nicht unbedingt nur eins, sondern vielleicht auch zwei, drei, vier, fünf und so weiter, Flussquantenfeld ist. Das heißt, der Supraleiter macht genau so einen Strom, dass der Strom des Magnetfelds so macht, dass alles, was nicht in das Flussquant reinpasst, aufgehoben wird. Das heißt, wenn ich jetzt bei Nullfeld anfange und ganz langsam das Feld hochdrehe, sehe ich erstmal, dass da mehr Strom fließt, weil ich habe noch nicht genug, dass ich eins haben kann. Dann bin ich bei 1 und so weiter. Damit kann ich keine Informationen kriegen, wie viele Flussquanten ich drin habe, aber ich habe noch diese feinere Auflösung für diese sehr, sehr kleinen Magnetfelder. Weil vielleicht als Erinnerung von vorhin, ihr seht, ihr habt das vorhin Dinge in Größenordnung von 10 Tesla. Ein Flussquant sind so 10 hoch minus 15 Tesla pro Quadratmeter. Und das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr so einen Squid habt, der so klein ist, ist das nochmal einige Größenordnungen kleiner. So kann ich halt zum Beispiel sehr, sehr genaue Magnetfeldsensoren bauen. Und eine andere Variante, die auch im Zusammenhang oder eine andere Anwendung, die auch im Zusammenhang mit diesem Stromkabelprojekt verwendet wird, ist, ich kann Strombegrenzer bauen. Und zwar, was ich mir dazu nutze, mache ich, nehme einen Supraleiter und einen Normalleiter und kühle die auf irgendeine Temperatur und schicke da Strom durch. Jetzt erstmal, wenn der Supraleiter supraleitend ist, geht da aller Strom durch, weil das ist einfach der beste Weg und dann wird nichts durch den Normalleiter fließen. Das ist alles schön und gut, aber wie gesagt, es gibt so eine kritische Stromdichte. Das heißt, wenn ich zu viel Strom durchschicke, ist der Supraleiter plötzlich nicht mehr supraleitend. Und gerade wenn ich jetzt so Hochtemperatur-Supraleiter und so durch diese Kuprate nehme, die, wenn sie nicht Supraleiter sind, keine Metalle sind, die gut leiten, sondern irgendeine Keramik, dann haben die dann plötzlich einen ganz hohen Widerstand. Und dann ist plötzlich das Metall, das ich nebendran geschaltet habe, der bessere Stromleiter. Und dann kann ich da irgendwie entweder das durchbrennen lassen als Sicherung oder Wärme abführen und so weiter. Das heißt, wenn ich den Strom erhöhe, ist der Supraleiter plötzlich nicht mehr supraleitend und der Strom geht außen rum. Und aber dadurch, dass jetzt hier nicht mehr durch diesen Supraleiter verlustfrei Strom durchfließen kann, fließt im ganzen Stromkreis weniger Strom. Und das kann ich halt auch noch sehr gut machen bei halt sehr, sehr großen Strömen, weil also Strombegrenzer ist nichts, was ich nicht auch ohne Supraleiter bauen kann. Aber in dem Fall war es auch halt, weil es ein Pilotprojekt war, aber ein Anwendungsfall für, wenn ich sehr viel Strom habe und sehr schnell den Strom ausschalten muss. Weil eben diese Supraleiter kaputt gehen, auch sehr schnell funktioniert. Genau. Und noch kurz als Zusammenfassung. Was definiert ein Supraleiter? Eben einmal, dass es ein idealer Leiter ist unterhalb einer kritischen Temperatur, aber eben auch sein Verhalten im Magnetfeld. Nämlich, dass das Magnetfeld verdrängt wird, außer wenn ich irgendwie diese Flussschläuche drin habe. Und für, nennt man dann auch konventionelle Supraleiter, also zum Beispiel Aluminium oder Quecksilber, gibt es eben eine Theorie, die das eigentlich relativ gut erklärt, was wir sehen. Und Supraleiter sind gar nicht so selten quasi. Also sehr, sehr viele Materialien, die man findet, oder es gibt eigentlich sehr, sehr viele supraleitende Materialien. Also gerade Nichtmetalle sind, wenn ich irgendeinen beliebigen Stoff nehmen würde, ist es wahrscheinlich nicht supraleitend. Aber trotzdem, gerade so am Anfang, als Supraleitung noch neu war, dachte man, oh, es gibt wahrscheinlich gar nicht so viele Materialien. Man hat sich dann herausgestellt, es ist doch eigentlich viel häufiger in der Natur vorkommt, als man denkt. Dann gibt es irgendwie dieses Typ 1 versus Typ 2.
Verhalten, das sich bei Typ 2 Supraleitern noch mehr Magnetfeld durchschicken kann, aber das dann eben nicht mehr komplett verdrängt wird. Und das kann ich mir auch zunutze machen, eben um halt mehr Feld für Magneten und sowas durchzuschicken. Genau, und Anwendungen gibt es viele, aber zum Beispiel einmal als Ersatz für klassische Leiter und um zum Beispiel verlustfreie Kabel zu bauen oder Magneten mit stärkeren Feldern. Aber ich kann auch eben so Spezialanwendungen bauen und zum Beispiel Magnetfelder haben. Genau, dann gibt es noch erstmal danke für die Aufmerksamkeit und es gibt es noch genug Zeit für Fragen. In die Hand gedrückt und damit eure Frage auch in der Aufzeichnung landet. Wer hat denn Fragen? Sind Diamanten auch supraleitend? Weiß ich nicht. Also es gibt auch manche Dinge, die plötzlich bei viel Druck supraleiten. Also ich kann zum Beispiel irgendwie Schwefelwasserstoff ist momentan das, was die höchste bekannte Sprungtemperatur hat, aber halt bei extremen Drücken. Und dann ist es theoretisch bei Raumtemperatur, also Raumtemperatur ist da meistens sehr groß gefasst, aber bei 200 irgendwas Kelvin, das heißt nicht allzu kalt, aber ich brauche halt enorme Drücke, aber ja. Ja, keine Ahnung. Ich bin auch Theoretiker, also ich. Hört man mich? Ja. Hallo? Also ich höre dich auf jeden Fall. Okay. Und zwar geht es nämlich um die Wärme von den Supraleitern. Wie schnell ungefähr wärmt sich denn so ein Supraleiter? Weil wenn man sich jetzt mal Beispiel anguckt mit dem Kabel, was sie gegeben haben, bei S-Ding, mit dem 1-Kilometer-Kabel, liegt es daran, dass das Helium nach diesem 1 Kilometer nicht mal kalt genug ist, um den Supraleiter zu kühlen oder einfach, weil es ein Experiment ist? Warum, die Frage war, warum man es nur 1 Kilometer lang macht, oder? Und wie schnell sich ungefähr so ein Supraleiter erwärmt? Also, wie schnell er sich erwärmt, hängt halt extrem von allen möglichen Sachen ab. Also erstens ist da kein Helium, sondern Stickstoff, das durchgeschickt wird. Und eben, das hängt halt davon ab, wie gut, also das hängt nicht nur von dem Stickstoff ab, aber ein Grund, warum das 1 Kilometer lang gemacht wurde, ist, weil es noch nicht so ein langes Kabel gab. Und unter anderem ist es gab in Essen eine praktische Strecke, bei dem man das gut ersetzen könnte. Also da war halt von Umspannwerk zu Umspannwerk und da war quasi auch eine praktische Stelle, bei dem ich es durch den Boden legen kann. Also im Endeffekt, was gemacht wurde. Davor war es quasi so, ich habe hier irgendwie außerhalb von Essen noch quasi Hochspannung angehabt und habe dann quasi in die Stadt rein Hochspannung geleitet und dann halt hier das in so Mittelspannung, also Hochspannung sind quasi das, was auf den Hochspannungsleitungen läuft und meistens wird es dann so auf eine mittlere Spannung, eben diese ungefähr 10 Kilovolt runtergebracht, bevor es dann nochmal auf die 230 Volt daheim. Und da wurde halt quasi dann statt diese Hochspannungsleitung mit Kupferkabeln, also gerade bei verlustbehafteten Kabeln macht man gerne die Spannung hoch, weil dann verhältnismäßig der Verlust gering ist und da war halt eben von dieser alten Stelle zu der neuen Stelle eine gute Strecke. Aber ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich könnte man es auch länger machen. Hauptsächlich war es wahrscheinlich auch eine Geldfrage. Wissen Sie aber zum Beispiel, wie schnell sich ein Aluminium-Supra-Kabel erwärmt? Pi mal Daumen? Ich weiß auch nicht, wie schnell erwärmt es für eine Größe ist, aber okay. Ja. Eine Verständnisfrage zu Folie 17, zu den T, B, C, O. Da steht minus Delta in der Formel. Was bedeutet das? 17. Ich drücke rechts, aber es passiert gerade nichts, deswegen. Ach so. Ah, mein Rechner hängt. Genau, minus Delta heißt, es gibt. Jetzt reagiert er wieder, vielleicht. Okay, ich habe ganz oft rechts gedrückt, so wie es aussieht. Genau, also das Minus Delta heißt, ich kann gerade bei diesen Ketten, also diese Sachen, die irgendwie, da steht auch eben hier COOX, also in dem Fall hätte man es, also das X ist nicht gleich das Delta, aber je nachdem, mit wie viel Sauerstoff ich das hergestellt habe, also ich kann auch quasi, wenn ich es erhitze und das in eine Sauerstoff- oder Nicht-Sauerstoff-Atmosphäre mache, existieren nicht alle von diesen Sauerstoffatomen, sondern es gibt manchmal Fehlstellen, bei denen eins fehlt. Und da kann man auch interessante Dinge tun. Also je nach Wert von diesem Delta
gibt es da auch irgendwie, je nachdem wie viel ich reinmache, ist es entweder supraleitend oder nicht und davon hängt auch so ein bisschen die Sprungtemperatur ab, was eben auch wieder noch ein Hinweis ist, dass halt irgendwie diese Sauerstoffatome da drin zu tun haben. Genau. Genau. Aber wenn es eh ja ein Superleiter ist, könnte man doch gleich Spannung nehmen, oder? Wahrscheinlich schon, aber dann brauche ich halt auf der anderen Seite nochmal einen Wechselrichter, was bei viel Strom auch nicht einfach ist. Okay. Genau, also Wechselstrom ist schon noch ein guter Punkt, weil gerade das, dass es verlustfrei ist, muss ich bei Wechselstrom wieder ein bisschen aufpassen, weil sobald ich Wechselstrom habe, strahlt mein Kabel irgendwelche Felder ab. Und gerade wenn ich außenrum, hier weiter außen, das habe ich vorhin nicht gesagt, sonst so ein Metallschirm, wie bei vielen Kabeln eigentlich. Und der Grund, warum hier auch diese konzentrische Anwendung gemacht wurde, ist, weil da sich die Felder gerade aufheben. Weil ansonsten habe ich das Problem, ich habe hier mein Kabel, durch das viel Strom fließt, und das macht außenrum ein Magnetfeld. Und wenn das sich wechselt, kriege ich dadurch einen Strom wieder in dem Schirm und habe wieder Verlust. Kann man diese Keramik-Supraleiter, kann man die 3D drucken? Ich vermute nein, aber also es gibt verschiedene Herstellungsverfahren. Wie gesagt, ich bin Theoretiker, so viel weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass es bei denen hier zum Beispiel, Übco kann man tatsächlich auch selber theoretisch herstellen, wenn man die notwendigen Materialien kriegt. Das haben, glaube ich, auch Leute schon in der Schule gemacht. Da muss man auch quasi Sachen zu Pulver malen und dann erhitzen. Aber eine Variante ist auch quasi relativ rein herzustellen, auch mit anderen Atomen außer Yttrium. Also man kann statt Yttrium auch irgendwie andere ähnliche Atome, also irgendwie Gadolinium oder andere fancy Dinge reinmachen. Und da wird es dann meistens über so eine, oder kann man es zum Beispiel über so eine, man hat irgendeine chemische Lösung und dann schaltet sie sich chemisch ab. Ich wüsste nicht, was quasi der, also du meintest quasi damit, dass man den Supraleiter irgendwie eine Bahn hindruckt oder so. Also kann sein, dass ich zum Beispiel das Pulver, aber ein Problem, das ich bei Übco habe, ist, dass ich das relativ rein hinkriegen muss und keine Grenzen zwischen, also ich brauche im Prinzip einen relativ reinen Einkristall und nicht quasi da ein Stück Kristall, das so ausgerichtet ist, da das so ausgerichtet ist, weil diese Grenzen dann wieder mir alles kaputt machen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie dann Probleme geben würde, wahrscheinlich schon. Weil wenn ich mir als Theoretiker denke, das müsste doch eigentlich gehen, gibt es immer irgendeinen experimentellen Grund, warum es schwierig ist. Mich würde mal noch interessieren, wie du die Chance einschätzt, dass noch höhertemperaturige Supraleiter entdeckt werden. Also hältst du es für realistisch, dass irgendwann mal ein Supraleiter entdeckt wird, der bei Raumtemperatur und Normaldruck supraleitend ist? Wenn so Fragen sind, immer schwer zu beantworten, aber soweit ich weiß, spricht theoretisch nichts dagegen. Aber kann natürlich sein, dass irgendwas theoretisch dagegen sprechen wird. Aber eben, es gibt ja zum Beispiel schon Raumtemperatur, aber halt nicht Raumdruck, aber genau. Keine Ahnung, Experimentalphysiker machen manchmal was für mich, wie Magie aussieht, also vielleicht. Wenn sonst niemand mehr eine Frage hat, dann nochmal herzlichen Dank auch für die Beantwortung der Fragen und einen Applaus bitte.